Österreich ist ein schönes Land. Unsere Natur einfach perfekt. Aber nur, wenn sie im Gleichgewicht ist. Dasselbe gilt auch für unsere Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen. Seit einigen Jahren habe ich das Gefühl, dass unser Land aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und wenn wir genau hinschauen, in eine soziale Schieflage rutscht, die sich durch die Pandemie noch weiter verschärft hat. Viele fragen sich, wie sollen wir da rauskommen? Wie die Arbeitslosigkeit runterbringen? Die Wirtschaft wieder nach oben? Wie sichern wir Arbeitsplätze und schaffen neue? Wie stärken wir unsere Spitäler, die Gesundheitsversorgung in unserem Land? Wie stellen wir die Pflege sicher, die immer mehr Menschen brauchen werden? Wie schützen wir den sozialen Frieden, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und die Kosten der Krise und für unsere Zukunft immer ungleicher verteilt sind? Wenn das Wohnen teurer wird und Bildungschancen nicht für alle gleich sind? Ich sage, eine Gesellschaft, unser schönes Land, funktioniert nur dann, wenn es im Gleichgewicht ist. Bringen wir Österreich wieder in Balance. Mit einer verlässlichen und glaubwürdigen Politik. Einer Politik der Ehrlichkeit. Einer Politik des Anstands und des Respekts. Wir müssen jetzt handeln und die Weichen stellen. Arbeitsplätze schaffen. Wohnen wieder leistbar machen. Gesundheit und Pflege sichern. Mit Bildung wieder Chancen geben. Das alles braucht es jetzt. Geben wir Österreich und damit den Menschen wieder den Mut, nach vorne zu schauen. Sagen wir den Menschen, wir sind da, gerade jetzt.